Hey Heiland und willkommen zurück zu Etna bricht ein. Hier in diesem Raum sind gleich sehr viele Sachen, die ich eigentlich kommentieren würde, aber ich glaube, das Gelungenste ist hier irgendwie der Dialog mit Peter. Ähnlich wie bei Blase habe ich da einfach beim Schreiben so eine Art Sadismus entwickelt, dass ich halt einfach Spaß dran hatte, halt irgendwie ihm halt noch einen mitzugeben, mit Etnas ganz unschuldigem Angebot, ihn halt aufzumuntern. Und er ist schon depressiv und sitzt da und ihm geht's nicht gut und ist halt selbstmordgefährdet und alles Mögliche. Und sie sagt so, komm, ich heiter dich auf, und gleitet halt in jedem Dialogteil, in jedem von vielen Dialogoptionen halt immer wieder in irgendwas rein, wo sie im Endeffekt genau das Gegenteil tut, so. Was einen jetzt einfach überhaupt nichts ausmacht, weil er halt irgendwie depressive Leute kennt, die bleiben halt auch in der Stimmung. Das ist eigentlich fast ein schon für Peter schon fast ein positives Erlebnis. Irgendwo ist es ein freundlicher Umgang mit ihm, glaube ich. Weiß ich nicht. Darüber muss ich nochmal nachdenken. Ich glaube, das sollte ich revidieren. Er zitiert mich damit nicht. Hä? Hm. Süßer Lacher am Ende. So, Barmann! Reden mit Barmann! Barmann, einen Drink bitte. Dulde dich einen Augenblick. Ich bediene gerade diesen Herrn hier. Aber der hat doch bereits einen Drink. Sag mir nicht, wie ich meine Bar zu führen habe. Doch, du wirst sie so führen, wie ich es dir befehle. In diesem Bild bestellt sich Captain Unbrauchbar einen Martini. Nein, das darf er gar nicht. Weder geschüttelt noch gerührt. Nichts von beiden. Aber was machst du denn da, Edna? Ups, Ich fürchte, mir sind die Kickerregeln entfallen. Wir werden deine Erinnerung wiederherstellen, Edna. Versprochen. Tempomorphen wir uns jetzt? Nein. Barmann, Barmann, Captain Unbrauchbar, Barmann. Der geheime Zugang zum Tiefparterre-Cave versteckt sich hinter einem Billy-Regal. Ein Billy-Regal? Leider hat der Arzt dem Captain verboten, schwere Sachen zu verrücken. Jetzt benutzt der Captain die weniger geheime Vordertür. Na, die ist gar nicht geheim. Ich möchte jetzt aber gerne auf den Barkeeper. Barkeeper! Unbrauchbar trinkt nicht, wenn er im Dienst ist. Auf der anderen Seite ist er selten wirklich im Dienst. Um ehrlich zu sein, ist er arbeitslos und lebt von der Sozialhilfe. Na gut, wir gehen jetzt mal raus aus der Bar. Und schauen uns mal um. Bienenmann, wir müssten mit diesem lustigen Lift fahren, habe ich erstmal herausgefunden gehabt. Und das wollen wir auch, deswegen nur für Personal, ne? Wir sind ja nicht das große Personal. Aber steht so ein Typ mit einer Jacke. Die Figur des Neurotikers, also des schreckhaften Insassen, der da in der Ecke sitzt, habe ich übrigens schon zu Schulzeiten so ähnlich gezeichnet. Allerdings hatte ich damals keine wirkliche Rolle. Ich habe sie einfach nur gezeichnet, glaube ich. Ich habe sie wirklich nur gezeichnet. Aber was im Spiel nicht so gut rauskommt, ist halt seine Interaktion mit dem Kontrolleur, der ihn halt die ganze Zeit über anschreit. Also der halt einfach irgendwie ein Choleriker ist und halt gerne rumschreit und halt andauernd wieder die Fassung verliert. Und dass der Neurotiker deswegen Neurotiker ist, weil die beiden halt einfach sich im selben Raum aufhalten. Sehr lustig waren hingegen die Sprachaufnahmen mit dem Sprecher, der auch wie hieß der denn jetzt auch gleich? Baumann hieß er. Dem ich halt den Zettel gegeben habe mit den Texten für den Neurotiker. Das waren halt für mich einfach alles nur so random Ausrufe. Random? Also so zufällig dahergeschriebene. Ich musste halt ein bisschen variieren und ich dachte, ich gebe ihm das so in die Hand und er variiert halt ein paar Schreckensrufe so. So. Und so ging halt auch die ersten 30 oder 40, es gibt ja im ersten Kapitel halt fast, also über 60 Items, die man halt im Inventar haben kann, und ich glaube über 40 davon gleichzeitig und halt in diesem Spielteil glaube ich auch schon etwa ein bisschen über 40, die man halt theoretisch mit dem Neurotiker kombinieren kann. Und entsprechend habe ich halt da randommäßig irgendwie 40 Reaktionen schreiben müssen und nach irgendwie zwei Dritteln ist mir halt irgendwie Lust ausgegangen oder mir ist keine Variation mehr zu A, I, U beim Schreiben eingefallen und habe dann dafür halt so ein Bock, Bock, Bock und ein Eieieiei und Ecki, Ecki, Ecki so eingebaut. Und das war dann auch die Stelle bei den Aufnahmen, das hatte ich schon längst wieder vergessen, ich habe ihm halt einfach nur den Zettel gegeben und dachte, er improvisiert jetzt ein bisschen. Und er nahm den Zettel so ganz seriös und fing an, das runterzulesen. Und dann bei dem Ecki, Ecki, Ecki und dem Bock, Bock, Bock fiel mir dann auf, meine Güte, der liest ja ab. Also wirklich den Text, laut Textliste gemacht. Und jedes so abgewechselt. Aber wir haben trotzdem alle 40 Kombinationen in einem Take aufgenommen. Die haben wir dann nachher nur noch zerschnipseln müssen. Sehr guter Mann, sehr guter Mann.
Iro! Ah! Okay, reden wir mal mit ihm. Reden mit ihm. Guten Tag. Süß. Ich möchte aber die Schere bei ihm benutzen. Ei! Ei! Wow! Ey! Ey! Der schreit nur rum. Ei! Warum schreit... Ah! Und dazu noch diese... Fall ich auch drauf rein mit dieser blöden Cornflakes-Schachtel. Polizeimarke mit ihm. Was hältst du von diesem Typ, Harvey? Er ist ein wenig nervös, wenn du mich fragst. Ich glaube, der muss pipi. Nein, nicht Fuß, nein. Oh. Oh. Fußnagel. Benutze. Er scheint mir ein wenig nervös zu sein. Nein, wirklich. Wir nehmen ihn dann mal. Er scheint... Ja, dann tun wir es. Dann gucken wir nur an. Er scheint mir ein wenig... So. Wäschelift. Kontrolleur, hallo. Stopp. Nicht so schnell, Freundchen. Ich muss erst den Fahrschein sehen. Was für ein Fahrschein? Guten Tag. Die Fahrscheine, bitte. Wahrscheinlich, ich sehe gar keinen Zug. Fahrschein? Ich sehe gar keinen Zug. Das liegt daran, dass es keinen Zug gibt. Wofür brauche ich dann den Fahrschein? Es ergibt keinen Sinn. Ist das ein Ostfries oder ganz was? Ganz langsam. Der Fahrschein ist natürlich für das Wäscheliftsystem. Der Wäschelift fährt einmal quer durch das ganze Haus. Er macht halt im Keller, im zweiten Stock und hier im ersten. Ich möchte bitte eine Karte lösen. Haha, guter Witz. Die Fahrscheine sind begehrte Objekte in diesem Haus. Es gibt nur eine Handvoll. Und du bist noch lange nicht dran. Wo bekomme ich denn einen Fahrschein? Wie bekomme ich denn dann einen Fahrschein? Das ist doch vollkommen unlogisch. Das System ist wasserdicht. Ich habe es mir selbst ausgedacht und es ist wasserdicht. Dann muss es doch eine Möglichkeit geben, eine Karte zu bekommen. Gibt es auch. Alles ist berücksichtigt. Jeder kommt dran, wenn er an der Reihe ist. Aber hier gibt es keine Reihe. Dann gehst du sie wohl besser gleich suchen, oder? Anstatt hier rumzustehen und die Reihe zu blockieren. Wer ist denn als nächstes dran? Wer ist denn als nächstes dran? Als nächstes ist die Nummer 2 dran. Und wer ist die Nummer 2? Das fragst du sie am besten selber. Ich gebe keine Informationen über Passagierepreis. Wer hat denn alles eine Karte? Es sind viele Karten im Umlauf. Einer hat Herr Mantel. Er hat eine Dauerkarte und ist unser treuester Kunde. Das heißt, er wohnt im Wäschelift. Eine weitere Karte hat Professor Nock. Er besucht damit regelmäßig seine peruanischen Bernsteinminen. Und damit sind die peruanischen Bernsteinminen im Erdgeschoss gemeint. Die dritte Karte hat der Alumann. Allerdings spiele ich mit dem Gedanken, sie aus dem Verkehr zu ziehen. Er benutzt die Karte nicht vorschriftsmäßig. Ja, und wer hat noch alles eine Karte? Du sagtest, es sind viele Karten im Umlauf. Wieso? Das waren doch schon viele. Gut, das System ist vollkommen unlogisch. Das hat nervöse Mann dort in der Ecke für ein Problem. Was hat der nervöse Mann dort in der Ecke für ein Problem? Beachte ihn gar nicht. Ich schreie ihn schon die ganze Zeit an, dass er nicht so nervös sein soll. Aber denkst du, er hört auf mich? Der wird dann noch nervöser. Vermachen wir ihn. Vielleicht wäre der Mann weniger nervös, wenn du ihn nicht anschreien würdest. Was? Du meinst, er benimmt sich meinetwegen so bekloppt? Das ist doch... Hey du! Benimm dich gefälligst, als wäre ich nicht da! Sonst komme ich gleich rüber! Und dann Hagels Arschgranate! So geil! nochmal! So, der Knocky Knock, der hat einmal eine Karte und der Alu-Man. Ich glaube, hier war Knocky Knock. Ne, der war ganz... Der war da. Dadurch. Alu-Man! What's up? Müssen wir mit ihm reden, das geht gar nicht. Hey, Alu. Hallo, Edna. Was führt dich diesmal zu mir? Karte. Warum bist du so angezogen? Wo in diesem Kissen? Kann ich deinen Kleiderbügel haben? Eigentlich widerstrebt mir ja das Konzept weltlichen Besitzes.
Den Kleiderbügel brauche ich aber leider dringend. Zum einen, weil er meine Antenne in den Äther ist. Zum anderen habe ich ihn gerne zur Sicherheit dabei. Ein Alu-Umhang zerknittert sehr schnell, weißt du? Moment mal. Er sagte ja, das sind solche Umlauf, solche Dings, die braucht man und benutzt man. Das heißt, es gibt drei Kleiderbügel und das sind dann die Fahrkarten wahrscheinlich. Und er benutzt ihn nicht sachgerecht, weil er ihn so benutzt. Ah. Ich muss langsam mal weiter. Pass auf. Gut, dann weiß ich ja Bescheid. Der hat einmal einen Kleiderbügel. Ah, hier habe ich gleich Poki benutzt. Der abgerissene Telefonhörer, mit dem Jupp Jupsen zu telefonieren pflegt, ist ja eines der Lieblings-Items, die man mit sich rumsteppen kann. Ich finde es ganz interessant, wie selbstverständlich halt irgendwie diese Edna halt erstmal Juppis Telefonat halt nimmt, obwohl sie ja eigentlich eins und eins zusammenzählen kann und halt eigentlich weiß, dass das so nicht ganz funktionieren kann. Und dann halt dieses Spiel halt ganz natürlich mit sich weiter rumträgt. Und deswegen finde ich es auch schon fast ein bisschen schade, dass man den Telefonhörer hier an dieser Stelle tatsächlich physisch richtig benutzen muss, um aufzulegen, um halt an eine Münze zu kommen. Ja, das ist fast ein bisschen schade, dass man das Rätsel nicht weiter auf der Ebene lösen muss, sondern halt hier irgendwie in die Realität zurückkehren muss. Ganz wichtig fand ich übrigens, um Ednas Charakter noch ein bisschen Tiefe zu geben, dass sie hier tatsächlich in diesem Screen das erste Mal für irgendetwas auch ein bisschen Respekt zeigt. Sonst ist ja eher von kompletter Respektlosigkeit geprägt. Also im Gespräch mit Harvey streiten sie sich darüber, wie man Respekt überhaupt schreibt. Das ist die Kunst der Insassen. Da wird Edna plötzlich ganz unangemessen mitfühlend, wenn sie sich die Sachen anguckt. Und das sind tatsächlich zwei der wenigen Objekte im ersten Kapitel des Spiels, die man nicht beschmieren kann und nicht kaputt machen kann, weil sie wirklich das als wichtig erachtet, dass die ihre Mitinsassen sich auf diese Weise hier auf der Pinnwand ausdrücken. Ja, super. Dann wollen wir mal weiter. Kann ich denn hier weiter überhaupt? Nö. Also da kriege ich eine Münze, wenn ich den Telefonhörer auflege. Und den Hörer hat der Juppi. Und wir gehen mal zu dem hier rein. Guten Tag, mein lieber Freund. Ich brauche deinen Schlüssel. Hallo, Professor. Angriff der Flugsaurier. Oh, du bist es nur. Angriff der Flugsaurier. Hallo, Edna. Hallo, Edna. Was machst du dahinter? Weißt du, wie ich rauskomme? Leiste mir dein Ticket für den Wäschelift. Leiste mir dein Ticket für den Wäschelift? Das geht leider nicht. Ich muss in meine peruanische Bernsteinminen, um Dino-DNS abzubauen. Ein Jammer. Ey. Leiste du mir dein Ticket? Ich schau später. Dann leiht mir den auch nicht. Dann gehen wir mal zu Juppi. Hallo? Hallo! Feuer, Feuer! 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 Bleib mal gerade dran, ja? Willst du etwas Bestimmtes? Ist nichts. Das wollte ich. Hallo? Egal. Wir müssen irgendwo so einen scheiß Teil herbekommen. Frag sie nur, von wem? Ich frage ihn mal, was er will. Ob er was möchte. Hallo, Professor. Angriff. Oh. Was machst du dahinter? Weißt du, wie du hier. Was macht deine Forschung? Was macht die Forschung? Der geht's prima. Nur fehlen mir ein paar Dino-Gene. Das klingt spannend. Wie züchtet man denn Dinos? Na, das weiß doch nun wirklich jeder. Dinosaurier schlüpfen aus fossilen Bernstein-Einschlüssen. Weißt du, wie ich hier rauskomme? Na klar. Ich benutze immer den Wäschelift, um in meine peruanische Bernsteinmine zu reisen. Der Wäschelift fährt bis Peru? Aber nicht, doch, Dummerchen. In Detmold-Lippe musst du auf die tektonische Kontinentalplattendrift umsteigen. Genau. Weißt du etwas über Dr. Marcel? Mehr als die meisten. Wusstest du, dass er ein dunkles Geheimnis hat? Ich wusste es. Ich wusste es! Of course. Er zückte Dino-Menschen-Breeden in seine Geheimlabor auf die Jupiter. Nein. Nein.
Das wusste ich doch nicht. Ich okay. Wenn die ja. Der hat irgendwie seine Spackung. Ich sag erstmal, dass wir es dann im nächsten Part übersehen. Hab grad überlegt. Bis dann und tschüss.